Hallo ihr Lieben, willkommen zur Wochenlesung. Ich habe Kaffee getrunken. Dies ist für bestimmte Sternzeichen diese Lesung, ja. Ist in der Beschreibung des Videos verlinkt, ja. Genau, ja, bin ganz gespannt, ja, was die Woche zu bieten hat für dein Sternzeichen. So. Möge man dich von Neidern, von schlechten Menschen schützen, ja. Und kehre bitte die negativen Gedanken zur Seite oder weg, ne? Die sich über die Jahre durch irgendwelche Ereignisse ereignet haben, sei es durch schlechte Personen, ja. Genau, sei es durch Schicksalsschläge, ja. Alles wird gut. So, was dein Schicksal ist, so soll es sich im Kaffeesatz widerspiegeln. Aha, okay. Wow, ich sehe so ein Wettlaufen. So ein Wettlaufen, ja, die Spuren so langsam. Ja. So ein Wettlaufen bist in so einer Gruppe, wo du so im Rennen bist. Das können Arbeitskollegen sein oder im familiären Kreis. Ne? Alles Mögliche. Mir fällt jetzt zum Beispiel so Erbe ein, wo es da eine Streitigkeit gibt. Ne? Aber es wird sich zum Guten wenden. Ja? Das wird so eher so eine Win-Win-Situation. Ja? Ja, also jeder wird das bekommen, was er bekommen kann. Klar gibt es den einen oder anderen, den man mehr möchte. Ne? Aber, ne, letzten Endes gibt es immer noch eine Basis, wo man weiter miteinander reden kann. Ne? Also die Brücken sind nicht eingerissen. Ja? So, dann hier, guck mal, wie so ein Adler, siehst du das? Wie so ein Adler, ne, der über die Lüfte schwebt. Ne? Hier, so, also hat seine Beute, genau. Ne? Also du wirst das bekommen, was du dir längst erwünscht hast, ne? Kann eine Liebesbeziehung sein, ne? Oder einen beruflichen Sprung, ne? Oder irgendwie, was soll ich sagen, wenn du ein Kind hast, ne? Kind schafft ihren Abschluss, ne? Solche Geschichten, ja. Also, wobei halt dein Karma mit im Spiel ist, ne? Auch wenn es nicht direkt dich betrifft. Auf jeden Fall wirst du dich freuen. Ja. Super. Ne? Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.